Werner Bergengrün, der Tod von Reval. Mein Lieber, setze dich zu mir. Die Flasche steht auf dem Tisch. Es ist Herbst, es ist Dämmerungszeit. Draußen schreien die Krähen, draußen schreien die Winde. Hörst du nicht die armen Seelen im Fegefeuer stöhnen? Ich möchte dir ein paar Geschichten erzählen. Geschichten aus einer alten Stadt, hoch droben im Norden, hoch droben im Osten, einer Stadt am Meer. Aber es sind nicht Geschichten von dieser Stadt, es sind Geschichten von ihren Toten. So fängt die Geschichtenerzählung und Sammlung von Werner Bergengrün, der Tod von Reval, in einem kurzen Vorspann an. Und diese Schilderung führt uns gleich in den Bereich des alten Baltikum, woher auch Bergengrün stammte. Er stammte zwar nicht aus Reval, diese Stadt hat er wahrscheinlich eher des Themas wegen des Totentanzes, der als spätgotisches Gemälde in Reval in einer Kirche zu sehen ist, gewählt. Werner Bergengrün wurde 1892 in Riga geboren, in der Altstadt. Sein Vater, der Arzt Paul Bergengrün, war mit seiner Mutter Helene verheiratet und das Ehepaar bekam insgesamt 3 Kinder. Bergengrüns als Angehörige der deutsch-baltischen Oberschicht oder Minderheit hatten damals aufgrund der russischen Sprachenpolitik ihre Kinder nach Deutschland geschickt, damit sie ein deutsches Abitur machen konnten. So musste auch Werner Bergengrün schon mit 11 Jahren nach Lübeck auf das berühmte Katharineum ziehen, wo nicht sehr lange zuvor zum Beispiel Thomas Mann sein Abitur gemacht hatte. Anschließend zog die Familie weiter nach Deutschland, nach Marburg, wo der Vater sich niederließ. Und dort machte Bergengrün 1911 sein Abitur. Anschließend studierte er in Marburg, dann in München und Berlin Geschichte, Jura und Literaturwissenschaften. Am Ersten Weltkrieg nahm er als deutscher Soldat und Offizier teil. Nach Ende des Ersten Weltkriegs zog er, da er zeitlebens eine sehr enge Bindung an seine deutsch-baltische Gesellschaftsschicht und an seine regionale Heimat, das Baltikum, empfand, als Offizier in die baltische Landeswehr, die dort unterstützt von Teilen der noch nicht demobilisierten deutschen Armee gegen die Rote Armee kämpfte. Mitten in dieser unruhigen und gefährlichen Zeit heiratete Werner Bergengrün Charlotte Hensel, eine Urenkelin von Fanny Mendelssohn-Bartholdy, die er auch schon seit einigen Jahren kannte. 1920 kehrte er aus dem Kriegsgeschehen zurück nach Berlin und suchte sich eine Arbeit, was in der Zeit für einen Literaten und gar jemanden mit deutsch-baltischem Hintergrund nicht so einfach war. Er wird Zeitschriftenredakteur, Schriftleiter der sogenannten Ostinformationen, aber auch das ist kein Beruf gewesen, der ein regelmäßiges Einkommen garantierte. Er wechselte 1925 in die Zeitschrift Baltische Blätter, aber auch in dieser Zeit waren er und seine Frau vielfach darauf angewiesen, bei Verwandten hier und dort unterzukommen, denn ein eigenes Haus hatten sie nach wie vor nicht. In den frühen 20er Jahren beginnt Bergengrün aber auch mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit, versucht sich an Novellen und einem ersten Roman. Schließlich gelingt es ihm 1927 doch in Berlin ein Haus zu beziehen und eine gewisse Sesshaftigkeit zieht in sein Leben und das seiner Frau und der da langsam kommenden 3 Kinder ein. Die Zeit des Dritten Reiches wurde für Bergengrüns eine schwierige Zeit.
Berngrün hatte sich zwar als konservativer, aber durchaus nicht dem Nationalsozialismus zuneigender Literat gezeigt. Seine Frau galt nach den Gesetzen der Nationalsozialisten als Halbjüdin und insofern waren sie immer ein wenig darauf bedacht, nicht aufzufallen und teilweise fast auf der Flucht vor nationalsozialistischer Verdächtigung. Auf diesem Weg ziehen Berngrüns dann von Berlin in die etwas ruhigere Umgebung nach München. Hier finden sie in Solln ein neues Haus, das sie ein paar Jahre bewohnen können. Aber das literarische Schreiben Berngrüns gefiel den neuen Machthabern keineswegs und 1937 wurde Berngrün aus der Reichsschrifttumkammer ausgeschlossen. Zwar hatte er mit seinem berühmtesten Roman Der Großtyrann und das Gericht ein gewichtiges Werk produziert, das auch bei nationalsozialistischen Kreisen zum Teil als sogenannter Führerroman hochgehalten wurde, während es eigentlich doch eher eine Kritik an nationalsozialistischer Herrschaft bedeutete. Es wurde dann später auch so gesehen und die Arbeitsverbote, die auf Berngrün hereinbrachen, wurden dann auch schwieriger. Im März 1945 kann es Werner Berngrün auch verhindern, dass seine Frau abgeholt und als Jüdin in ein Lager verbracht wird. Und sie können 1946 in Zürich einen neuen Wohnort finden. Aber auch diese Phase dauerte nicht lange. Berngrün erhält einen großen Auftrag, eine Geschichte über Rom zu schreiben. Und das Paar zieht 1948-49 in die ewige Stadt. Nach dem Auftrag kommen sie zunächst nach Zürich zurück, aber 1962 schließlich finden sie ihre letzte gemeinsame Wohnung in Baden-Baden. 1964 stirbt Berngrün dort in Baden-Baden im Alter von 72 Jahren. Er war in der jungen Bundesrepublik neben Hermann Hesse wohl der meistgelesene Autor, der den Stil der Zeit besonders gut traf. Wir lernen Berngrün kennen als einen Freund von fantastischen Geschichten, etwas gruseligen, aber durchaus am Leben orientierten. Außerdem kann man sehr deutlich erkennen, dass durch viele seiner Erzählungen seine Anhänglichkeit und seine Liebe zu seiner Geburtsheimat, eben das Baltikum, immer wieder durchschimmert. Der Mann, von dem erzählt wird, ist ein Angehöriger des Herzogsgeschlechts derer von Croix oder Croix aus Frankreich, den aber sein Lebensweg weiter nach Osten verschlug. Karl Eugenius diente der Krone Dänemark, den Generalstaaten, dem Kaiser, dem sächsisch-polnischen Hause. Er zeichnete sich aus, er avancierte. Aber die unzügelbaren Ausbrüche seiner grobschlächtigen Lebegier brachten den Trinker, Spieler und Schuldenmacher immer wieder in ärgerliche Hände. Nach einem vielbelachten, zugleich höchst anstößigen Auftritt sah König August die Notwendigkeit, ihn für eine Weile zu entfernen und sandte ihn mit einem Auftrag zu seinem Verbündeten, dem Zaren Peter, welcher seit Wochen die estländische Stadt Narva belagerte, beschoss, vergebens bestürmte. Gut gelaunt, allen Gläubigern unerreichbar, traf Croix um die Mitte des Novembermonats vor Narva ein, zur Zeit, da die ersten Meldungen vom Anmarsch der schwedischen Entsatzarmee kamen. Der breitgesichtige, vierschrötige Mann, dem niemand sein erlauchtes Geblüt ansah, stand salutierend vor dem Zaren in der prunkvollen Unwohnlichkeit des Blockhauses. Er trug seine Sache vor, trocken und eifrig, wie ein sorgsamer Bauer, dem seine Verrichtung wichtig ist und der außer ihr wenig im Kopfe zu haben braucht, es sei denn die lärmige Freude, welche er sich vom Feierabend erwartet. Peter musterte ihn genau, bestellte ihm zum Abendessen, füllte ihm selber den bauchigen Branntweinpokal,
Schnaufend, mit hochroten Köpfen und geöffneten Westen, hingen sie in ihren Sesseln, erzählten einander grobe Späße, brüllten ihr Gelächter, wie besoffene Seeleute es tun. In Reval erhielten die Gefangenen ihre Degen zurück und durften sich auf Ehrenwort frei bewegen. Man wies ihnen Quartier in den Häusern reicher Patrizier an. Schon am Abend nach seiner Ankunft wurde Kreu von einigen Stadtsoldaten respektvoll in seine Wohnung getragen. Eine Woche später kannte ihn jedes Kind. Nicht lange danach wurde in der ganzen Landschaft Harien von ihm gesprochen. Leute kamen zur Stadt, nur um ihn zu sehen, mit ihm bekannt zu werden und zu trinken. Auf offenem Markt traktierte er zur Stadt gekommene Bauern mit französischem Rotwein. In einer Laune zerschlug er am Hafen in einer Seemannsaxt drei Fässer Aquavit. Holländische, schwedische, finnische Matrosen stürzten heran, rauften um den Platz, fingen die Flüssigkeit in Hüten und Hohlhänden. Der Herzog stand dabei, rot angelaufen im Gesicht und brüllte mit seinem dröhnenden Korporalsgelächter: Heran, heran, Wasser des Lebens umsonst! Ein Stadtsoldat wollte den ärgerlichen Auflauf zerstreuen. Kreu gab ihm einen Taler und jagte ihn mit gutmütiger Grobheit weg. Der Mann salutierte noch aus der Ferne. Wie hätte er den Feldmarschall und Herzog anrühren können? Die Matrosen schrien, einer stach mit dem Messer hier und dort, kollerte ein Steifgetrunkener zur Seite. Dem Herzog quollen die Augen vor, die Gier hielt ihn nicht länger. Plötzlich sprang er mitten in den tobenden Haufen, riss zwei Mann zur Seite, kniete unter der Menge und trank vom Fassboden wie aus einer Quelle. Von dieser barocken Figur berichtet diese lange Erzählung noch weiter. Sie endet damit, dass der Herzog stirbt, seine Leiche aber, weil voll mit Alkohol, nicht verwest und seine Gläubiger in Reval sie lange hüten, weil sie darauf hoffen, dass sie nach dem Ende des Nordischen Krieges vom Zaren oder von der französischen Familie ihre Schulden erstattet bekommen, was natürlich nicht passiert. Es geht jetzt noch einmal den Abschluss dieses Bandes zu lesen, wo wir insbesondere Werner Bergengrün in seiner Erinnerung an seine baltische Heimat wiederfinden, für die er noch eine anrührende Schilderung gestaltet. In der Stadt, von der ich dir erzählt habe, liegt wohl schon der Schnee. Die nadelscharfen Spitzen der schlanken Türme, die altväterischen Giebel und Dächer, die grauen Festungswerke sind weiß wie Salz. Die Ecken füllen sich aus, die Mauervorsprünge, die schroff abgesetzten Treppengiebel glätten sich. Der dicke weiße Schnee nimmt alle Konturen auf. Alles rundet sich, alles wird weich. Die Menschen holen ihre Pelze hervor, die Schlittenglocken klingeln. Es ist, als dämpfe der Schnee alle Laute. Sind es denn Schlittenglocken? Ist es Totengeläut? Vielleicht klingen auch Gläser aneinander oder winzige Narrenschellen. Es ist vieles anders geworden in Reval wie in dem ganzen Lande zwischen Narova und dem Memelstrom. Uns aber, die wir keine Scheu haben, unser Herz an die vergangenen und unterlegenen Dinge zu hängen, da ja den gegenwärtigen und siegreichen ohnehin so viele Neigungen sich zuwenden. Uns ist es ein Trost, dass noch immer die alten Linden um St. Nikolai stehen und die alten Eichen um die Grabmäler von Ziegelskoppel. Dass noch immer die Revaler Türme sich zu den Wolken heben und zu den unverletzten Gestirnen. Dass die alten Grabstätten noch da sind, die Kreuze und die Obelisken und immer noch unter ihnen die Gebeine der gleichen Toten liegen. Immer ist es noch das gleiche unzählbare Volk und alle werden sich zu ihm gesellen. Die Erben der alten Herrschaft, die hurtigen Neuerer und die nach ihnen kommen, alle werden sie in die Erde gelangen wie du und ich. Und nun lasse mich den letzten Tropfen der Flasche hinaussprengen in die Nacht als ein Opfer für die noch Unruhigen, als Gedächtnis für die, welche zu ihrer Ruhe gekommen sind. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.